Und dann hat er quasi so eine Komm-her-Bewegung gemacht. Komm mal mit, ich zeig dir was. Aber es war halt auch einfach keine Situation, in der ich hätte Nein sagen können, weil er ist Till Lindemann und er ist ein Rockstar und ich bin total der große Fan. Der mediale Sturm ist längst vorbei. Das Ermittlungsverfahren eingestellt. Aber die Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann, die bleiben. Elena Kuch ist Investigativreporterin beim NDR und sie erzählt uns heute neue Details, auch aus dem Innern des Rammstein-Kosmos, die jetzt deutlicher zeigen, so funktioniert das System Row Zero. Elena und ihre Kollegen von NDR und Süddeutscher Zeitung haben die Vorwürfe damals mit ans Licht gebracht und seitdem nicht aufgehört zu recherchieren. Jetzt konnten sie mit noch mehr Frauen sprechen und einer Insiderin aus der Musikbranche. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Unsere Freitagsfolge vom 22. März hört ihr ausnahmsweise schon jetzt, am Donnerstagabend. Hallo Elena. Hallo. Ihr habt die letzten Monate zu den Vorwürfen gegen Till Lindemann weiter recherchiert. Was habt ihr Neues rausgefunden? Ein so ein Schlüsselmoment war, mit einer Musikmanagerin aus Russland zu sprechen, die mit Lindemann, also Till Lindemann hat neben Rammstein auch noch ein Soloprojekt. Und mit diesem Soloprojekt Lindemann war sie in Russland auf Tour. Sie hat auch vorher schon für eine Konzertagentur bei Rammstein-Konzerten gearbeitet. Und die hat uns ihre Beobachtungen geschildert. Sie hat über ein halbes Jahr überlegt und hatte sich eigentlich schon entschieden, es nicht zu machen. Und wir haben dann aber den Kontakt nicht einschlafen lassen. Und dann hat sie plötzlich, also es war auch eine sehr positive Überraschung für uns, gesagt, ich habe mich entschieden, ich mach's, weil wer, wenn nicht ich? Das war schon zu einem Moment, da war dieser erste Skandal, sag ich mal, aus dem letzten Sommer, der war schon abgeklungen, die Ermittlungen waren eingestellt und für viele hatte sich damit die Geschichte so ein bisschen erledigt in der Öffentlichkeit, sag ich mal. Viele haben auch diese Einstellung der Ermittlungen als eine Art Freispruch für Till Lindemann wahrgenommen. Und dadurch, oder unter anderem dadurch, hatte sie das Gefühl, sind Zeuginnen und Zeugen auch verstummt und es wirkte so für sie nach außen, als hätte das alles überhaupt gar nichts bewirkt. Und sie hat sich dann gedacht, es traut sich hier niemand offen zu sprechen bis dahin. Und sie dachte, wenn ich es nicht mache, macht es sonst niemand und die ganze Geschichte verpufft. Bevor wir gleich dazu kommen, was ihr jetzt Neues recherchiert habt, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Ihr habt ja vergangenes Jahr eure Recherchen zu Rammstein veröffentlicht. Was waren nochmal die genauen Vorwürfe gegen den Sänger Till Lindemann? Wir haben sehr früh Hinweise darauf bekommen, dass es ein Rekrutierungssystem gibt, dass Till Lindemann offenbar ein richtiges Netzwerk unterhält, das Frauen für ihn auswählt, um sie ihm für Sex zuzuführen. Gegen den Sänger der Band Rammstein, Till Lindemann, sind schwerwiegende Vorwürfe erhoben worden. Mit Tickets und Backstage-Zugang sollen weibliche Fans gezielt angelockt worden sein, um Sex mit dem Sänger Till Lindemann anzubahnen. Mehrere junge Frauen berichten nach Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung von Machtmissbrauch und sexuellen Übergriffen am Rande von Konzerten. Dafür gibt es sehr viele Belege und dazu haben wir mit sehr vielen Zeuginnen und Zeugen gesprochen und wir haben mit Frauen gesprochen, die eben für diese sogenannte Reihe Null rekrutiert worden sind, die Sex mit Till Lindemann hatten und das Gefühl hatten, dass er seine Macht missbraucht hat. Provokation. Es könnte der alternative Bandname von Rammstein sein. Aber steht Rammstein auch für eine Machtdemonstration bis hin zum Missbrauch dieser Macht? Seit Tagen beherrschen diese Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann die Berichterstattung. Und sie werfen die Frage auf, wie sicher generell vor allem Frauen auf Konzerten und Aftershow-Partys sind. Also die Reihe Null ist sozusagen sogar vor der ersten Reihe. Sie ist zwischen der ersten Reihe und der Bühne in diesem Graben, wo sonst so die Security-Mitarbeiterinnen und Security-Mitarbeiter stehen. Und es gab bei Rammstein-Konzerten in den letzten Jahren eben diese Reihe Null. Und das waren immer
junge, attraktive Frauen, die dafür ausgewählt worden sind. Rammstein selbst hat Anwälte beauftragt, das Geschehene aufzuklären. Mehrere Zeitungen berichten, die Band habe sich von der Dame getrennt, die die jungen Frauen rekrutiert haben soll. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren gegen den Sänger eingestellt. Ich danke allen, die unvoreingenommen das Ende der Ermittlungen abgewartet haben, schrieb der Sänger heute auf Instagram. Also es wurde ermittelt wegen Sexualdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Nach knapp 2 Monaten wurden die Ermittlungen eingestellt. Warum? Also das Verfahren ist eingestellt worden, so hat uns das die Staatsanwaltschaft selbst auch geschildert, weil sich keine mutmaßlichen Zeuginnen gemeldet haben. Es hat Vernehmungen gegeben. Es hat eine Vernehmung von Kyla Scheix, der YouTuberin, gegeben, die dieses System der Reihe 0 auch in ihrem YouTube-Video letztes Jahr im Sommer beschrieben hat. Sie haben Vernehmungen von Shelby Lynn ausgewertet, aber darüber hinaus haben sich keine weiteren mutmaßlich Betroffenen oder Zeuginnen bei der Staatsanwaltschaft gemeldet. Seitdem habt ihr aber weiter recherchiert. Warum? Ja, also erstmal haben wir weiter recherchiert, ganz unabhängig von irgendwelchen Ermittlungsverfahren, weil wir sind Journalistinnen und Journalisten und keine Juristinnen und Juristen. Und weil wir ja weitere interessante Hinweise hatten, denen wir nachgehen wollten. Aber wir haben uns dafür entschieden, nochmal eine Doku zu machen, weil wir das Gefühl hatten, es ist wichtig, diesen Fall und die Vorwürfe nochmal ausgeruht mit einem bisschen Abstand zu erzählen. Und weil das damals im Sommer, das war eine Schlagzeile nach der nächsten, das ging super schnell. Und wir haben mit noch mehr Frauen aus der Reihe 0 gesprochen. Und vor allem haben wir aber auch mit Zeuginnen und Zeugen aus dem System gesprochen, aus dem Kosmos von Rammstein und aus dem Kosmos dieses Rekrutierungssystems. Also auch mit der Musikmanagerin aus Russland, von der du am Anfang schon kurz erzählt hast. Wer ist das? Das ist Anna Jakina. Die hat für eine der renommiertesten Konzertagenturen Moskaus gearbeitet und hat Lindemann auf der Tour begleitet. Und die hat sich schon letztes Jahr im Sommer, als die ersten Vorwürfe bekannt geworden sind, hat die sich ab und zu mal so auf Instagram geäußert. Und da haben wir sehr früh gedacht, oh, mit der wäre es mal wirklich sehr interessant zu sprechen und ins Gespräch zu kommen. Und es hat aber eine Weile gedauert, bis sie sich dazu entschieden hat, mit uns erstmal im Hintergrund zu sprechen. Und sie war sich sehr unsicher, ob sie uns ein Interview geben möchte. Und bis sie dann, ich glaube, es waren 1 oder 2 Tage vor Weihnachten, meinte, ich habe mich entschieden, ich mach's. Okay, also Anna Jakina hat also für Rammstein gearbeitet, gehörte ins Musikbusiness. Was hat sie euch erzählt? Sie hat für dieses Projekt Lindemann gearbeitet, beziehungsweise über die Konzertagentur für dieses Projekt. Sie ist eben ein Teil dieser Musikindustrie und diese Musikindustrie hat sich in der Recherche uns gegenüber als sehr verschlossen dargestellt. Also es war ganz, ganz schwer, mit Menschen aus der Musikindustrie über Rammstein zu sprechen, weil Rammstein ist eine der erfolgreichsten deutschen Bands. Die haben eine unfassbare Marktmacht. Da hängt für die Leute, die mit denen arbeiten, unfassbar viel dran. Das sind auch Arbeitgeber. Deshalb ist es auch bemerkenswert, dass Anna Jakina als einzige wirklich offen darüber spricht. Und was hat sie euch erzählt? Also wir haben uns in Istanbul getroffen, weil sie lebt ja in Moskau und wir können nicht nach Moskau reisen als Journalistinnen und Journalisten, beziehungsweise könnten wir, aber es ist sehr aufwendig, ein Visum zu bekommen und man weiß auch gar nicht, ob man es am Ende kriegt oder nicht. Und sie als Russin kann sich momentan auch nicht einfach in ein Flugzeug setzen und nach Deutschland fliegen, nach Westeuropa fliegen. Und es war auch wirklich so, dass wir hingefiebert haben und dachte, wir glauben es erst, dass es passiert, wenn es wirklich stattgefunden hat, weil auch nach ihrer Zusage hat es nochmal 2 Monate gedauert, dass wir wirklich dieses Interview führen konnten, weil sie sich da auch nochmal intern beraten lassen hat. Ja, und dann saßen wir da in Istanbul im Hotelzimmer, die Kamera lief und sie hat uns ihre Beobachtungen geschildert. После концерта группа девчонок закрывается. Und eine Schilderung war, dass sie eben öfter beobachtet hätte, wie Till Lindemann nach dem Konzert mit einer Gruppe von Mädchen sich in der Garderobe eingeschlossen hätte und sein Security-Mitarbeiter, der habe draußen gestanden und die Tür bewacht und niemand durfte rein. Und irgendwann, sagt sie, sei ihr aufgefallen, die Mädchen oder die Frauen, die gehen da jetzt nicht einfach nur so hin, sondern die werden ausgesucht, die werden ausgewählt und die werden ihm wie auf so einem Teller serviert.
Und wie funktioniert das dann genau? Also wie soll diese Rekrutierung funktioniert haben? Für diese Rekrutierung hatte Lindemann offenbar so ein richtiges Netzwerk. Und in diesem Netzwerk ist unter anderem sein Privatmanager, sein Ex-Bodyguard, ein DJ und auch Drummer seines Soloprojekts und eine Frau, die Alena Makeva heißt. Den Namen kennt man schon aus dem letzten Sommer von der Recherche, ne? Das war diese Mitarbeiterin, die mit der Band auf Tour war und dann offenbar gezielt weibliche Fans auf Social Media angesprochen hat und eingeladen hat zu Partys, ne? Genau, die hat Frauen angesprochen, Fans angesprochen. Es hat sich aber auch in der Fanszene herumgesprochen, oh, wenn ihr auf Aftershow-Partys gehen wollt, schreibt diese Alena Makeva. Und das muss man ja auch sagen, für viele ist das ein absoluter Traum, ihr Idol, ihr Star im Backstage-Bereich zu treffen. Und sie hat aber auch, und die anderen aus diesem Netzwerk offenbar auch, Fans oder junge Frauen auf Konzerten nochmal direkt angesprochen. Und dann ging es entweder um eine Pre-Party oder um eine Aftershow-Party. Oder es liegen uns auch Chats vor, aus denen hervorgeht, dass sie auch Leute direkt anspricht und fragt, hey, Till Lindemann ist hier im Hotel und möchte gerne Gesellschaft. Würdest du ihm gerne Gesellschaft im Hotel leisten? Er ist ein richtiger Gentleman. Also diesen Spruch, Till Lindemann ist ein richtiger Gentleman, den hat sie immer wieder gebracht. Anna Jakina hat uns im Interview von einer Begegnung mit Alena Makeva erzählt und die soll ihr gesagt haben, ich habe eine richtig gute Idee gehabt, ich habe mir da was überlegt, ich werde Till Lindemann überraschen. Alena подошла ко мне как-то и сказала, что я придумала. Wenn er noch auf der Bühne ist, werde ich ein paar Mädchen in sein Hotelzimmer bringen. Das Zimmer, das soll stockdunkel sein und die warten da auf ihn. Und wenn er reinkommt, überraschen sie ihn und blasen ihn ein. Und das hätte Alena Makeva ihr so richtig stolz erzählt. Ob das alles genauso stattgefunden hat, wissen wir nicht, muss man hier einmal sagen. Diese Alena Makeva, kannst du noch ein bisschen was zu ihr sagen? Die nennt sich selbst, und die ist auch schon mal vom russischen Fernsehen interviewt worden, professionelle Groupie. Und auch Anna Jakina hat uns erzählt, Alena Makeva, die ist in der Konzertbranche oder in der Musikbranche in Moskau, die ist so ein Begriff, weil die eben ganz oft in Hotels sitzt oder auf Aftershow-Partys abhängt und die Nähe von Stars sucht. Aber was Anna Jakina kritisiert, ist, dass es Frauen gegeben haben sollen, denen klar war, worum es geht, die auch bereit dazu waren, aber dass eben bei diesen vielen Frauen auch immer welche dabei gewesen sein sollen, die nicht wussten, worum es geht und die überrumpelt worden sind in dieser Situation. Also diese sehr zentrale Figur, sie hat sich ja Casting-Direktorin genannt, die da offenbar sehr viel Frauen angesprochen hat, aber auch angesprochen wurde, um sie eben sozusagen Till Lindemann zuzuführen. Konntet ihr mit Alena Makeva mal sprechen? Wir haben sie auf mehreren Wegen angeschrieben und für ein Interview angefragt, aber sie hat uns kein Interview gegeben und sie hat uns auch unsere schriftlichen Fragen nicht beantwortet. Alena Makeva hat also nicht mit euch gesprochen, andere Frauen aber schon. Nach den Enthüllungen letztes Jahr haben sich jetzt noch mehr Frauen bei euch gemeldet. Was habt ihr da Neues rausgefunden? Was haben die euch erzählt? Wir haben mit mehr Frauen aus der Reihe 0 gesprochen. Das sind Frauen, die unterschiedliche Erlebnisse hatten und die dann aber auch die Party zu unterschiedlichen Zeitpunkten wieder verlassen haben. Wir haben vor allem aus diesen Gesprächen nochmal mehr diese Systematik dieser Reihe 0, dieser Rekrutierung von Frauen für Till Lindemann, für Sex mit Till Lindemann, das können wir durch diese Gespräche nochmal besser herausarbeiten. Wir haben unter anderem mit einer Brasilianerin gesprochen, die bei einem Konzert in Rotterdam gewesen ist. Quando eu andava nesse anel do estádio, veio me abordar. E ele me convidou para ir para a festa, para a after, festa da after da Rammstein. Die heißt Monique. Und Monique hat uns davon berichtet, da sei sie von einem Mann angesprochen worden, der sie zur After-After-Show-Party von Rammstein eingeladen hätte. Und sie sei dann nach dem Konzert zu dem Treffpunkt gekommen. Und da hätte dann eine Frau gestanden mit einer Liste und andere Frauen, also andere Fans, und hätte die dann eben mit reingeführt und gesagt, kommt mit, kommt mit, kommt mit. Und sie sei dann da irgendwann hingekommen und hat dann da in der Garderobe Till Lindemann gesehen, der sich gerade geschminkt hätte vor dem Spiegel und der anfangs noch sehr höflich gewesen sei.
ele no espelho se maquiando. A princípio, ele foi muito educado. Então, ele perguntou, ah, o que você gostaria de beber? Und sie nach einem gefragt habe, ob sie was trinken möchte. Und dann beschreibt sie uns im Interview, dass dann irgendwann nach diesem Drink die Stimmung gekippt sei. Depois desse Drink, ele virou uma chave. Ele levantava, botava a cabeça. Und Till Lindemann aufgestanden sei, den Kopf durch die Tür gesteckt hätte und den Flur runtergebrüllt hätte. Bringt die Frauen, bringt mehr Frauen, bringt mehr Frauen. Und dann sei er zurückgekommen und sei, ja, beschreibt sie, richtig sauer gewesen. Und ja, sie habe das Gefühl gehabt, er wäre jetzt richtig sauer, weil keine weiteren Frauen gebracht worden sind. Also sie sagt, sie habe sich da auf dieser Party total unwohl gefühlt. Und ja, sie habe dann irgendwann diese Party verlassen wollen und hat dann auch die Party verlassen. Mit wem habt ihr noch gesprochen? Cynthia ist eine junge Frau, mit der meine Kollegen das erste Mal im letzten Sommer gesprochen haben, die sich bei meinem Kollegen Daniel gemeldet hatte und von ihren Erlebnissen am Rande eines Lindemann-Konzerts in Hannover berichtet hat. Und ja, die haben wir dann im November nochmal getroffen, weil wir auch nochmal mit ihr darüber reden wollten, wie das eigentlich, ja, über ihr Fansein reden wollten. Und sie hat uns erzählt, dass sie wirklich bis zu diesem Konzert ein riesengroßer Rammstein-Fan gewesen sei. Also sie hätte die Musik wirklich jeden Tag gehört und die hätte ihr total viel bedeutet. Ich mochte die Texte und ich mochte auch Provokation total gerne. Ganz am Anfang fand ich das alles ein bisschen albern und dachte irgendwie, okay, ist das jetzt ironisch gemeint? Aber als ich mich dann darauf eingelassen habe, habe ich halt geglaubt zu verstehen, woher halt diese Texte und diese Musik und die Ästhetik auch kommt. Und dann ist das halt voll ein Teil von mir geworden. Ich habe mich da halt voll gut drin wiedererkannt. Okay, und was hat sie dann erlebt? Also Cynthia schildert uns das so, dass sie im Februar 2020 zu der Arena nach Hannover kam. Und man muss dazu sagen, Cynthia war in so einer Chatgruppe zur Row Zero, Reihe 0. Und in dieser Chatgruppe hat es in den Tagen davor eine Frage gegeben von Alena Makeva, ob es Frauen gibt, die Lust hätten, mit Till Lindemann bei einer Tanzperformance mitzumachen. Mhm. Und Cynthia hat sich dafür gemeldet und meinte, ja, ich wäre da gern dabei, ich möchte das machen. Was ist das für eine Tanzperformance? Es gibt einen Song von dem Projekt Lindemann, der heißt Platz 1. Dazu sollten die tanzen. Es sollte so in so einem riesengroßen, aufgeblasenen, transparenten Plastikball getanzt werden. Und dafür hat sie sich gemeldet. Es gab noch eine Bedingung, die Frauen sollten Unterwäsche tragen. Und uns liegen auch die Chats von Cynthia dazu vor, also wie sie da sich mit Alena Makeva und anderen Leuten hin und her geschrieben hat. Und sie war zuerst so ein bisschen unsicher, ob sie das machen soll oder nicht, weil sie sich doch ein bisschen unwohl gefühlt hätte, in Unterwäsche da aufzutreten. Dann hat sie auch zuerst nochmal abgesagt und dann aber doch nochmal zugesagt, weil sie, ja, so schildert sie uns das, gesagt hat, okay, das ist doch einfach eine coole Sache. Dann kann ich irgendwann mal erzählen, ich habe mit Till Lindemann eine Tanzperformance gemacht. Ja, und dann ist sie da im Februar 2020 zur Probe, sollte sie da in diese Arena kommen. Und da sei sie dann gleich von einem Mitarbeiter abgeholt worden. Und da soll dann irgendwann Till Lindemann reingekommen sein und hätte den Frauen erstmal was zu trinken angeboten. Und dann hätten sie irgendwie über die Tanzperformance geredet. Er soll ihnen nochmal das Video auf dem Laptop gezeigt haben. Und dann, ja, hingen die da erstmal in diesem Backstage-Raum ab. Und dann hat er quasi so eine Komm-her-Bewegung gemacht mit seinem Finger. Und dann bin ich halt zu ihm hingegangen. Und dann hat er gesagt, komm mal mit, ich zeig dir was. Also meine Erwartung war definitiv nicht, dass wir jetzt miteinander schlafen. Und dann hat er halt sofort angefangen, eigentlich schon mich zu küssen und mit mir Sex zu haben. Sie habe das dann eher so über sich ergehen lassen. Sie sagt, dass sie in dem Moment nicht darauf vorbereitet gewesen sei. Sie schildert uns auch, dass sie schon wusste, dass Frauen, die in dieser Row Zero-Gruppe sind und dass es bei diesen Aftershow-Partys oder danach auch zu Sex mit Till Lindemann kommen könnte. Aber in diesem Moment, sagt sie, habe sie sich komplett überrumpelt gefühlt. Sie sei irgendwie
naiv gewesen, hätte gedacht, der will mir jetzt hier irgendwie wirklich was Cooles zeigen. Ich war in dem Moment eigentlich nur so ein Stück Fleisch und ich habe dann einfach gewartet, bis es vorbei ist. Es ist ihm wahrscheinlich auch sehr schwer gefallen, mit mir Sex zu haben, einfach weil mein Körper so reagiert hat. Ich habe danach auch sehr stark geblutet und dann hat er gesagt, danke, jetzt geht's mir besser. Wie glaubhaft, wie belastbar sind diese Erzählungen von Cynthia? Cynthia hat sich noch vor der ersten Welle dieser Berichterstattung im letzten Sommer bei meinem Kollegen Daniel gemeldet und von ihren Erlebnissen erzählt. Und wir haben dann im Team versucht, auch die Glaubwürdigkeit zu prüfen. Wir haben in Chatnachrichten von ihr Einblick gehabt und wir haben mit Freundinnen und Freunden von ihr gesprochen, die bestimmte Dinge bezeugen konnten. Wir haben Plausibilitätsprüfungen gemacht und Cynthia hat auch ihre eigene Aussage, und die sie bei uns im Interview getätigt hat, an Eidesstatt versichert. Lass uns noch mal ganz kurz in die Situation zurückgehen, die Cynthia beschrieben hat. Stichwort Einvernehmlichkeit. So wie ich das jetzt verstanden habe, hat sie dem nicht eindeutig zugestimmt. Sie hat aber auch nicht Nein gesagt, richtig? Genau, sie hat nicht aktiv zugestimmt, aber sie hat eben auch nicht Nein gesagt. Ich kann ihm jetzt nicht den Vorwurf machen, dass er sich irgendwie gegen meinen Willen verhalten hat oder dass ich irgendwie Nein gesagt habe oder dass ich mich gewehrt habe. Aber es war halt auch einfach keine Situation, in der ich hätte Nein sagen können. Sie wirft ihm vor, dass er seine Macht in dem Moment missbraucht habe, weil sie hätte das Gefühl gehabt, das ist jetzt hier Till Lindemann. Er ist Till Lindemann und er ist ein Rockstar und ich bin total der große Fan. Was sagen denn die Band Rammstein und Frontsänger Till Lindemann zu den Schilderungen der Frauen, insbesondere von Monique und Cynthia, die du uns erzählt hast? Rammstein selbst hat eine weitere Anfrage nicht beantwortet, aber Till Lindemanns Anwalt hat uns geschrieben. Und das System der Reihe 0, der Row Zero, das bestreitet er nicht. Was er aber mitteilt, ist, dass Till Lindemann, wenn er Sex mit Fans hatte, dass dieser immer einvernehmlich stattgefunden habe. Und gegen die Berichterstattung zum Fall Cynthia A. geht Till Lindemann auch gerichtlich vor. Hat er damit Erfolg gehabt bisher? Ja, er hat teilweise Erfolg gehabt. Wir mussten einige Sätze ändern. Und in einem anderen Artikel mussten wir eine ganze Passage herausnehmen. Und was heißt das aber inhaltlich? Was sagt das aus über eure Recherchen? Inhaltlich hat sich am Kern unserer Berichterstattung dadurch nichts verändert. Der Kern unserer Berichterstattung war die Row Zero und dieses System, diese Rekrutierung für Sex und der Verdacht des Machtmissbrauchs. Und auch zum Fall Cynthia A. dürfen wir weiter berichten und machen wir jetzt auch mit dem Film. Also Simon Bergmann, der Medienanwalt von Till Lindemann, der sagt, sein Mandant habe eben nie etwas strafrechtlich Relevantes gemacht. Über dieses Rekrutierungssystem, da kann man natürlich moralisch diskutieren und den Zeigefinger erheben. Auch ich, sage ich jetzt ganz offen, möchte es nicht begrüßen. Andererseits, und um das geht es hier eigentlich, es ist in allen Fällen nach meiner Kenntnis und nach den Aussagen meines Mandanten um Sex gegangen, zu dem die Frauen zugestimmt haben, den die Frauen gewollt haben. Und es für den Mandanten auch nie erkennbar war, dass es anders sein könnte. Und der Trick jetzt, ihm dennoch irgendwas vorwerfen zu wollen, ist der, das mit Machtmissbrauch zu begründen. Sein Mandant, Till Lindemann, der müsse aber mit den Folgen ein Leben lang jetzt leben, er sei stigmatisiert worden. Also der spricht von einem Trick. Wie sehr ging es bei euren Recherchen denn um juristische Strafbarkeit? Und inwiefern geht es um eine gesellschaftliche, moralische Bewertung dessen, was da passiert ist? Wir haben mit Simone Kämpfer gesprochen. Die ist Strafverteidigerin, ehemalige Staatsanwältin. Und die arbeitet für eine große Kanzlei in Deutschland, Freshfields, und macht sogenannte Compliance-Untersuchungen bei MeToo-Fällen, bei möglichen Fällen von Machtmissbrauch in Firmen, und hat zum Beispiel die Untersuchung gemacht zum ehemaligen Bild-Chefredakteur Julian Reichelt.
mit der haben wir gesprochen. Man muss allerdings dazu sagen, sie hat sich selber als Anwältin oder als Juristin nie mit dem Fall Till Lindemann beschäftigt und sagt auch nichts zu diesem konkreten Fall. Aber sie beobachtet natürlich diese Debatte und kann allgemein sehr viel über diese MeToo-Machtmissbrauchsfälle sagen. Und was sie eben beobachtet ist, und das schildert sie uns, dass wenn Ermittlungen eingestellt wurden bei prominenten MeToo-Fällen in den vergangenen Jahren, dass dann oft die öffentliche Debatte sehr schnell beendet gewesen sei. Das liegt daran, dass in der Berichterstattung zu MeToo häufig nicht klar genug getrennt wird zwischen der Frage, was ist eigentlich strafrechtlich vorwerfbar und was könnte man moralisch diskutieren. Da werden viele Begriffe auch vermischt, sie ähneln sich. Machtmissbrauch klingt so ein bisschen ähnlich wie sexueller Missbrauch, Grenzüberschreitung klingt sehr strafbar. Und deshalb, ja, würden viele Menschen so ein bisschen auch alleingelassen werden, weil gar nicht klar ist, worüber reden wir hier eigentlich. Reden wir hier über eine mögliche Straftat oder reden wir hier von einem möglichen Machtmissbrauch. Und genau, und Machtmissbrauch, das erklärt sie auch nochmal sehr schön, weil das ist so ein Begriff, der ist ja in den letzten Jahren aufgekommen und viele wissen gar nicht, oder ja, das ist so ein Begriff, der ist neu aufgekommen. Und Machtmissbrauch, sagt sie, das bedeutet, wenn jemand eine Person der anderen qualifiziert überlegen ist, aus welchem Grund auch immer. Sie sagt selber, wenn man wohlhabender, reicher, schöner, klüger ist oder wenn man der Vorgesetzte ist oder die Vorgesetzte. Und da wäre sozusagen dieses Machtverhältnis, das ist asymmetrisch dann. Das ist aber an sich erstmal nicht juristisch strafbar, ne, was du da als Machtmissbrauch beschreibst. Nur weil etwas keine Straftat ist, bedeutet das nicht, dass es legitim ist unbedingt. Und gerade in Fragen zu Machtmissbrauch ist es aus unserer Sicht auch wichtig, dass wir als Gesellschaft darüber sprechen, wo sind eigentlich unsere Grenzen? Müssen wir vielleicht unsere Grenzen in der Gesellschaft neu austarieren, neu ausloten? Haben die sich möglicherweise verschoben? Alles Fragen, die im Raum stehen und, finde ich, auch diskutiert worden sind, nachdem eure Recherche im vergangenen Jahr große Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich frage mich, lässt sich denn jetzt ein Fazit ziehen? Wo stehen wir heute? Hat sich seitdem was geändert? Du meinst gesellschaftlich? Mhm. Also ich glaube schon, dass viele Menschen über diesen Fall diskutiert haben und dass es dabei immer wieder um Grenzen geht. Wo sind eigentlich Grenzen? Wo sind unsere Grenzen in der Gesellschaft? Hat Till Lindemann mögliche Grenzen überschritten? Und wenn ja, wo verlaufen die eigentlich? Und ich habe das Gefühl, diese Diskussion, die ist irgendwie noch in vollem Gange. Und darüber sollten wir auch weiter als Gesellschaft sprechen. Elena, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank. Bis dann. Elena Kuch vom NDR hat zusammen mit Isabel Schneider, Sebastian Pittelko, Nadja Mitzkat und Daniel Drepper zu den Vorwürfen gegen Till Lindemann recherchiert. Den Film zu ihrer neuen Recherche findet ihr in der ARD Mediathek. Den Link packen wir euch wie immer in die Shownotes. Autor dieser Folge ist Marc Hoffmann. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Jakob Böttner, Jacqueline Bretschek, Fabian Zweck und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!